begrüßt und willkommen zurück zu einem neuen Video, und zwar ein kleines Update-Video zu Covid-19. Und zwar, mir geht's wieder besser. Also es ist jetzt ungefähr 9 Tage her, wo ich mich infiziert habe. Und es wird jetzt immer Tag zu Tag wird es jetzt immer besser. Ich habe jetzt bloß aus Sicherheit immer noch die Maske auf, um einfach nochmal auf Nummer sicher zu gehen, weil immer noch der leichte Husten da ist und die Nase läuft auch ab und zu mal. Aber je länger ich jetzt warte, jetzt zum Beispiel, wird es jetzt besser. Ich werde dann auch in der nächsten Zeit jetzt auch die Maske ablegen. Und zwar war ich dann Samstag letzte Woche noch mal testen. Das war halt nochmal im sogenannten Testcenter. Da war ich halt negativ, was schon mal sehr gut ist. Dann war ich halt nochmal auf Arbeit, habe mich dort nochmal testen lassen und da war ich halt auch nochmal negativ, was auch positiv gut ist, sag ich mal. Und da haben meine Leute einfach gesagt, weil ich heute Morgen noch die Nase komplett zu war, hier hustet noch ein bisschen, die haben mir gesagt, komm, geh nochmal zum Schnelltest. Bin ich dann auch hingegangen, weil wenn ihr dann halt positiv getestet worden seid, kostet euch der Test euch erstmal nichts. Und ja, eigentlich ist es ja nicht so meine Richtung jetzt, sondern ich wollte euch sagen, wie verhaltet ihr euch, falls ihr euch mit Covid-19 infiziert. Ich kann jetzt nur mal aus meiner Sicht nochmal sagen, solltet ihr euch infiziert haben und ihr habt einen sogenannten Schnelltest zu Hause, sollte der erstmal positiv sein, erstmal ruhig bleiben und erstmal nicht die Panik verlieren. Solltet ihr arbeitstätig sein, müsst ihr euch erstmal bei euren Arbeitgebern melden und sagen, ihr habt euch mit Covid-19 infiziert. Und danach ruft ihr praktisch euren Hausarzt an und schildert dort nochmal die Lage, dass ihr euch mit Covid-19 halt infiziert habt. Bei mir war das so, dass ich da praktisch auch angerufen habe, weil das ist ja zu Stadt ist das sehr unterschiedlich. Wie gesagt, dort angerufen, halt meine Lage geschildert und so, dass ich halt Covid habe. Und da wurde halt mir am Telefon gesagt, ja, da müssen sie halt jemanden vorbeischicken, der praktisch den Krankenschein abholt. Weil ich habe nämlich erst gedacht, wenn ich da anrufe und die Lage dort schilder, dass ich den Krankenschein nach Hause komme oder dass ich mit meiner Ärztin einen Termin vereinbare, dorthin gehe, die ganze Lage nochmal schilder oder ich persönlich mit meiner Ärztin telefoniere. So war das auf jeden Fall nicht. Die haben einfach nur am Telefon gesagt, ja, sie müssen einfach jemanden vorbeischicken, um den Krankenschein dann abzuholen. Okay, ich hatte Glück, hatte hier noch einen Mitbewohner, den habe ich dann morgens dann leider aus dem Bett geprügelt, was dann nun mal nicht anders ging. Und dafür muss man dann auch einfach auch dann da sein. Praktisch den diesen Positivtest, den ich jetzt zu Hause gemacht habe, mitgegeben. Personalausweis und halt die Krankenkassekarten als Vollmacht. Und was ich noch sagen wollte, solltet ihr euch wirklich mit dem Schnelltest, sollte der positiv sein, dann sucht euch in der Nähe einen sogenannten Testcenter und der nennt sich dann PCR-Nachtest. Und sollte dieser Befund halt dann auch positiv sein, dann habt ihr auf jeden Fall Gewissheit, dass ihr dann 100% habt. Weil so ein Schnelltest zu Hause kann mal 50-50 sein, da ist man sich immer nie sicher.
okay, jetzt ist er positiv, dann macht ihr einen PCR-Nachtest, dann ist es auf jeden Fall negativ. Da geht auf jeden Fall auf Nummer sicher. Nehmt den positiven Test mit, den ihr zu Hause gemacht habt, mit den zwei Strichen, mit die zwei Striche drauf. Geht dorthin, zeigt den vor und macht den sogenannten PCR-Nachtest. Da bezahlt ihr dann erstmal nichts, sonst kostet bei uns jetzt so, kostet bei uns 59 Euro dieser PCR-Test. Normalerweise, aber da ihr ja positiv getestet worden seid zu Hause und bekommt ihr den halt dann kostenlos. Ja, wie gesagt, sollte der Test halt positiv sein, müsst ihr euch halt in Quarantäne begeben. Sind dann, ich weiß jetzt nicht, wie bei in der Stadt ist, also bei uns sind auf jeden Fall 5 bis 7 Tage oder 10 Tage, also bei mir waren es erstmal 5 Tage, also erstmal von Montag bis Freitag, weil ich mich ja dann Samstag angesteckt habe oder wurde auch positiv getestet, war dann praktisch auch 5 Tage dann zu Hause, also von Montag bis Freitag, hab dann Samstag dann den nächsten Test gemacht in einem Center bei uns, und dieser Befund war dann halt, wie gesagt, negativ. Und ja, war okay. Und heute auf Arbeit war der Test halt auch nochmal negativ. Und ja, da ist man einfach auf Nummer sicher nochmal, dass da wirklich auch alles negativ ist. Ich wollte euch nur sagen, bleibt ruhig, falls der Test wirklich positiv sein sollte. Macht euch da erstmal nicht verrückt. Erstmal, klar, es ist erstmal eine Schande, dass der erstmal positiv ist, aber bleibt ruhig, geht zum PCR-Nachtest, lasst es dann nochmal nachforschen, bleibt dann 5 Tage zu Hause, ja, probiert euch aus. Sollte das halt dann wiederum negativ sein, der Test, den macht ihr ein oder zweimal in der Woche. Dann geht ihr praktisch mit euren positiven Befund praktisch im PDF-Format, wenn ihr den bekommt, und diesen Negativtest, den ihr dann auch nochmal als E-Mail bekommt, als PDF-Format. Mit diesen zwei Sachen geht ihr dann praktisch zur Apotheke und könnt euch praktisch euch den Genesungszertifikat abholen. Das ist praktisch ein QR-Code, den könnt ihr dann praktisch einscannen in euren Covid-Pass. Dann steht da praktisch dann drin, dass ihr dann genesen seid. Ihr müsst dann praktisch 3 Wochen warten, bis der dann gültig ist. Und der ist dann für 180 Tage gültig. Und das ist auch bei jeder Apotheke unterschiedlich. Bei unserer Apotheke war das so, dort wurde mir gesagt, ich musste abwarten, bis der Brief vom Gesundheitsamt kommt. Den müsste ich dann praktisch vorlegen. Mit diesem positiven Test und diesem Negativtest, dass ich dann praktisch mein Genesungsschein Zertifikat bekomme. Und bei der anderen Apotheke war es wieder so rum, dass ich halt dorthin gegangen bin und habe gesagt, ich wurde eben mal positiv getestet. Habe dann praktisch einmal gewartet, habe mich dann zweimal testen lassen. Das war eben mal ein Samstag und dann eben mal ein Montag, der dann praktisch negativ war. Und musste dann dort meinen Personalausweis hinlegen, und die hat dann nochmal diesen Positivtest da im PDF-Format nochmal durchgelesen. Jedenfalls hat sie mir dann was ausgedruckt, muss dann auch was unterschreiben, Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Das wird dann praktisch so ein RKI geschickt in der hier Kochstelle, jedenfalls hier bei uns in Berlin. Und dann habe ich halt dann mein Zertifikat bekommen, den habe ich dann in der Covid-Pass dann eingescannt, und ja, das war dann auch eigentlich, ich habe mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt, weil die haben gesagt, in der ersten Apotheke, wo ich war, dass der Brief vom Gesundheitsamt ungefähr 6 Wochen dauert. Dann habe ich mit der Frau gesprochen bei uns, sie hat eben gesagt, es kann manchmal 6 Wochen dauern, 8 Wochen dauern, weil die Gesundheitsämter einfach so krass überfordert sind, man kann immer schwer einschätzen, wie viel sich am Tag in, sagen wir jetzt Berlin, sich jetzt infizieren. Ist klar, da sind die Gesundheitsämter dann irgendwann auch überfordert, sag ich mal, weil ich dann auch einsehe.
Aber das hat dann auch so reibungslos auch geklappt, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt in den anderen Bundesländern ist. Wie gesagt, das kann überall auch unterschiedlich sein. Und ja, bei uns war das halt so, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie es bei euch war. Wie habt ihr euren Genesungsschein bekommen? War es bei euch einfacher? War es schwieriger? Musstet ihr erstmal vom Brief warten, vom Gesundheitsamt? Würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn ihr da mal was drinschreibt. Klar, wenn ihr jetzt nicht an Covid-19 infiziert seid, dann braucht ihr natürlich praktisch nicht drinschreiben. Aber falls ihr euch mal infiziert, was ich natürlich nicht hoffe, dann habt ihr auf jeden Fall erstmal so einen kleinen Einblick, wie dann erstmal so läuft, sag ich mal. Und ich kann halt nur noch sagen, von mir aus, von mich aus, dass es jetzt immer so Tag zu Tag jetzt bei mir auch besser wird. Wenn ich mich daran erinnere, mein erstes Video, was ich gemacht habe, mit dem Titel Ich hatte Covid-19, da sieht man auf jeden Fall im Video, dass es mir da überhaupt nicht gut ging, sag ich mal. Also mir ging es ja wirklich mega schlecht. Man sieht es extrem an den Augen, sag ich mal. Man war da auch gefühlsmäßig auch erstmal nicht in der Lage, sag ich mal. Und zwar war der Titel Erfahrungsbericht, ich hatte Covid-19. Und ja, das war auf jeden Fall absolut der Tiefpunkt des Videos, weil ja, das ist so ein Video und so ein Video, man macht das nicht einfach mal so aus dem Handgreif, okay, jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich mal einen Bericht über mein Covid-19-Verhalten, wie war, wie ich mich da gefühlt habe. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, pass auf, das war so und so. Das funktioniert nicht. Auf jeden Fall hat es bei mir nicht funktioniert. Wenn es bei einem anderen einfacher ist, ist okay, weil jeder Mensch ist ja auch gefühlsmäßig auch ein bisschen anders. Und ja, für mich war es auf jeden Fall nicht einfach, dieses Video zu machen. Auch die ganze Covid-Zeit, 19 war, die eine Woche war nicht schön, also ich gönne es wirklich keinem. Und ja, und kann nur sagen, falls ihr das habt, wie gesagt, bleibt ruhig. Klar, es ist eine harte Woche. Es kommt natürlich darauf an, welche Symptome ihr habt, sag mal. Manche haben leichte Symptome, mittlere Symptome, schwere Symptome. Oder so eine Symptome, dass man gleich im Krankenhaus landet, was man um Gottes Willen nicht hofft, sag mal. Ich bin zum Beispiel auch nur zweimal geimpft. Und habe gemerkt, das war schon bei mir, das war schon der Oberhammer, sag ich mal, bei einer Zweitimpfung. Ich habe zweimal Moderna geimpft bekommen, diese BioNTech, wie das da heißt. Und ja, das war bei mir schon der übelste Hammer, sag ich mal. Man erkennt es auch im ersten Video, wie ich da aussehe, auch gesichtsmäßig, also absolute Schande. Aber ich habe mich halt überwunden, halt dieses Video zu drehen, um euch einfach zu zeigen, dass manche Covid-Verläufe einfach nicht easy sind. Ja, manche haben easy peasy, merken nicht. Und ja, bei mir habt ihr halt gesehen, dass es das halt bei mir halt nicht der Fall war, dass es das bei mir eine absolute Katastrophe war. Und ja, gönne ich auf jeden Fall auch erstmal gehen. Aber ich kann halt von mir aus sagen, wie gesagt, ich habe mich am 30.07. halt infiziert, also ich war dann halt positiv. Und heute haben wir den 8.08. Mir geht es auf jeden Fall besser, es wird täglich auf jeden Fall besser. Ja, und absolut schlimm, sag mal, diese Covid-Geschichte. Und sobald es bei mir erstmal vorbei ist, lasse ich mir vielleicht noch mal eine dritte Impfung geben. Das werde ich auf jeden Fall definitiv sowieso machen, weil ich auch in der Apotheke gefragt habe und meine Arbeitskollegen haben auch das bestätigt noch mal, dass wenn man halt einmal mit Covid-19 infiziert ist, dann hat man diese sogenannten Antikörper. Und das ist auf jeden Fall ein besserer Schutz als diese Impfung. Klar, ist der Schutz besser,
sag mal, wenn man halt ein bisschen immun ist, sag mal, oder komplett immun ist, ich weiß es nicht, und soll auf jeden Fall besser sein als eine Impfung. Und klar, ich war jetzt nicht scharf drauf auf die Covid-19, ja, also ich habe es nicht bestellt, wie bei Amazon.de. Jetzt gibt immer Covid-19, dass ich immun bin, dass ich einen besseren Schutz habe. So bald natürlich nicht. Das hatte ein paar andere Gründe, aber darauf will ich erstmal nicht weiter intern eingehen. Auch aus Privatschutzgründen mag ich es nicht. Ja, auf jeden Fall wollte ich mit euch nur mal so sagen. Ihr merkt selber, ich rede schon viel besser, viel flüssiger als im ersten Video. Man merkt es auch sofort, ich bin so super happy, sag mal, und das ist schon mal positiv, ist das ganz gut, sag mal, und ja, also geht auf jeden Fall bergauf, das Riechen und das Schmecken, das klappt jetzt auch schon besser und ja, das kann auf jeden Fall erstmal nur besser werden. Ja, und so habt ihr erstmal so einen kleinen Einblick bei mir in sagen wir mal, in meinem Covid-Leben gehabt. Ja, wie es mir halt super schlecht ging. Und jetzt nach einer Woche später, dass es mir auf jeden Fall schon wieder besser geht. Ja, da sieht man auf jeden Fall, der Körper arbeitet extrem dran, wieder gesund zu werden, also praktisch wieder auf den neuen Posten zu kommen. Und ja, und die Arbeit heute hat mir auf jeden Fall ganz gut getan. Ich war wieder unter Leuten, das hat mir super gefehlt. Die Unterhaltung, einfach mal wieder unter Leuten zu sein, das ist ganz super wichtig, war das für mich auch. Ich war wieder draußen, das war für mich auch ganz wichtig. Also ich habe es heute nicht wieder 100% gegeben, sondern erstmal so langsam, um wieder da erstmal hinzukommen. Weil eine Woche zu Hause, 5 Tage, das reicht auf jeden Fall schon. Das müsste nicht länger sein. Ja, man merkt auf jeden Fall, wenn man zu Hause ist, es fällt irgendwann einmal auf die Decke auf den Kopf. Nur oft in der Glotze gucken, spielen oder irgendwelche Brettspiele. Tja, wenn man da erstmal in der Quarantäne ist, ist klar, das will man da auch erstmal machen oder am Fenster hängen. Ja, klar, das ist alles richtig, sag ich mal, aber es ist keine Notlösung, sag ich mal. Wie gesagt, ich kann von mir aus nur sagen, 5 Tage, mindestens 7 Tage dauert es ungefähr, bis ihr wieder auf dem richtigen Posten seid. Und ja, das wollte ich mit euch einfach erstmal teilen, das Video. Das ist mir halt auch wichtig, mit euch meine Meinung zu teilen. Ja, und ja, ich freue mich einfach wieder, ein paar Videos wieder zu machen. Ja, jetzt erstmal noch alle ein bisschen hier mit Maske erstmal, aber das wird dann auch laufen der Tage, würde dann erstmal wieder dann wegfallen, dass ich dann hier halt wieder ohne Maske in der Wohnung rumlaufen kann. Jetzt ist es mir einfach noch ein bisschen noch zu heiß und da bin ich halt noch ein bisschen vorsichtig. Sobald der dritte Test negativ ist, dann kann ich hier auch garantiert wieder auch in der Wohnung ohne Maske laufen und dann ist man auf jeden Fall über den Posten. Ja, das wollte ich mit euch einfach nur mal teilen. Freue mich, dass ihr auf jeden Fall zugeschaltet habt. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal was in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Bedanke mich auf jeden Fall schon mal für das Zuschauen. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Ja, das auf alle Fälle. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall mal in einem neuen Video wieder, ohne dieses Covid-19-Thema. Und ja, dann, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen und sehen uns auf jeden Fall in einem anderes, neues, besseres Video wieder. Dann sei schon mal reingehauen und bis dann.